Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, die Nurdan von Mokoko Fashion. Und zwar wollte ich euch heute unsere Kollektion vorstellen. Dafür habe ich für euch eine Stange vorbereitet mit verschiedenen Modellen, wie ihr seht. Dann fange ich mal mit diesem T-Shirt an, mit dem schönen Elefanten und Steinen drauf. Die haben wir in verschiedenen Farben und verschiedene Größen. Von S bis XL. Und dann hätten wir hier noch ein lässiges T-Shirt. Die haben wir von S bis L. In Weiß und Schwarz habe ich gerade selber auch an. Und unsere ganzen T-Shirts-Modelle bestehen aus 95% Baumwolle und 5% Elastan. Dann hätten wir hier ein kurzes Modell zum Binden und mit Nietendetails. Die haben wir auch von S bis XL. Dann hätten wir hier noch ein Modell mit einem süßen Elefanten, wieder mit schönen Steinen. Die haben wir auch in verschiedenen Farben und verschiedenen Größen. Dann hätten wir hier ein schönes Oberteil mit Ballonärmeln und Blumendetails. Und das Modell haben wir in Weiß und Schwarz. Dann hätten wir hier ein sehr exklusives Stück mit Transparentärmeln und Kreisdetails, was man auch sehr gut schulterfrei tragen kann. So, dann haben wir hier noch das Modell mit Blümchen-Details, auch mit Ballonärmel. Die haben wir auch in verschiedenen Farben, zum Beispiel auch in Beige. Die haben wir auch von S bis XL. Dann hätten wir hier noch ein sehr schickes Kleid mit Strass-Details und einem schönen Gürtel dazu und Dreiviertelärmel. So, also wie ihr seht, habe ich natürlich auch noch mehr Modelle, aber dafür würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns auch einfach auf unserer Seite www.mokoko.fashion123.de besuchen. Und ich habe auch zwei gute Nachrichten an Sie. Und zwar, die erste ist, dass wir am Montag, den 20.04., wieder öffnen. Das heißt, Sie können uns gerne persönlich auch auf der Breslauer Straße 1 im Haus Milano, erste Etage 125a, besuchen kommen. Und die zweite gute Nachricht ist es, dass wir neue T-Shirts-Modelle reinkriegen werden. Und dafür werde ich natürlich ein neues Video machen. Und dann sehen wir uns da wieder, hoffentlich. Und viele Grüße aus Neuss!